Herzlich willkommen in meinem kleinen Scheißdreckswohnzimmer zum DIY-Freitag in deinem Ernst. Das wollt weder ihr noch ich, spätestens ihr oder irgendwer wäre darüber unglücklich. Heute geht's genau um den Wahoo Element Room 2. Hier daneben der Room 2. Wir packen den ganzen Spaß gleich aus. Gleich vorab die Vorteile, die Nachteile und der ganze andere Scheiß, was keinen interessiert. Ich habe das Teil heute erst bekommen, deswegen werden wir es nachher mal testen. Ich werde mal kurz aufs Tempelhofer Feld fahren, muss eh zum Fahrradladen, weil meine Kette schlackert wie Spaghetti, die 30 Minuten gekocht haben. Und ja, jetzt gucken wir uns den ganzen Spaß an und ich werde euch was über die Vorteile, über die Nachteile von dem Spaß sagen und ob vielleicht der Room V2 reicht oder nicht. Der größte Vorteil ist allgemein, dass wir jetzt endlich USB-C haben. Und ich habe mir Anfang des Jahres den Bull 2 gekauft, einfach mal, weil mich Garmin wirklich sehr genervt hat, weil jeder, der meine Videos irgendwie kennt, weiß, ich bin die absolute Navigationsbremse. Ich sollte niemals vorne fahren. Aber genug dazu. Also wir haben natürlich auch ein paar Vorteile. Wir haben ca. 32 GB Arbeitsspeicher, wir haben einen neuen Chip, wir haben Farbdisplay. Ich mag das Rerouting von Wahoo eigentlich ziemlich gerne, weil, wie gesagt, ich verfahre mich auf das mal und vor allem, wenn ich im Wald unterwegs bin und ich biege jetzt falsch ab oder biege nicht ab, dann sagt dir Wahoo, na komm, nimm die nächste, ist okay. Und Garmin so, oh, bitte fahre 2 Kilometer, dann fahre links in die Einbahnstraße und dann bitte wenden. Größter Vorteil am Wahoo ist aber allgemein, man ist super flexibel. Das heißt, wenn du jetzt 400 Kilometer fahren willst und dann merkst du so, okay, ist kalt, 200 reichen, 100 reichen, 10 reichen, dann kannst du jederzeit umplanen, kannst dir von Komoot oder was auch immer die Route ans Gerät senden und bei Garmin musst du erst deinen Track beenden. Also ich hatte damals richtig, richtig Probleme, vor allem mit dem Rerouting im Winter und das lief dann ziemlich grottig, weswegen ich eigentlich letztendlich zu Wahoo umgestiegen bin und eigentlich auch richtig zufrieden bin. Das ganze Gerät wiegt übrigens ca. 100 Gramm. Man kann es mit der Wahoo Rival koppeln, deswegen braucht man keinen Brustgurt. Finde ich ziemlich bequem, ganz angenehm. Das ging damals bei Garmin nicht. Mit 32 GB Speicher kannst du dir natürlich auch wirklich alle Europakarten oder alles, was du brauchst, Tschechien, überall, kannst du dir alle Karten kostenlos runterziehen. Das ist ziemlich praktisch. Bei Garmin hat man automatisch die ganze Welt drauf. Und eigentlich ist das Ding ganz okay. Was auf jeden Fall auf den ersten Blick auffällt, der Room ist deutlich dunkler als der Bolt. Ob das so gewollt ist, wer weiß. So, der erste Eindruck vor der Tür jetzt allgemein, ich finde es, naja, es ist eine 3 von 5, würde ich sagen. Das Display ist klein, diese Balken finde ich ziemlich fett, also ich finde sie nicht so besonders cool. Im Vergleich zum Bolt 1 und Bolt 2, was ich mitbekommen habe, ist das Ding viel, viel, viel filigraner geworden. Und es ist, glaube ich, so ein, ey, wir müssen ein neues Produkt rausbringen. Komm, ist gut so. Aktuell auf den allerersten Blick finde ich die Karte jetzt auch nicht so viel größer als beim Bolt. Es ist ein Klotz. Übrigens, ein kleines Update zum Thema Tubeless. Ich habe gestern den ersten Einstich gehabt, ca. 2 bis 3 mm, aber ja, ich habe es eigentlich nicht mal gemerkt. Wir haben dann irgendwann nur die Milch am Reifen gesehen und ging alles zum Glück gut. So, erste Fahrt mit Wahoo. Ich habe einen Track geladen, bin jetzt nicht auf dem Track. Und was mega seltsam ist, er zeigt mir keine Alternative an. Weiß nicht, ob das noch mit einem Update kommt. Ist auf jeden Fall ziemlich seltsam, obwohl es eingestellt ist. Ansonsten ist es ja, es ist okay. Es ist natürlich ungewohnt, weil es so ein riesen Klotz ist und man vorher bloß den Bolt hatte. Ich schaue mir das Ganze noch ein bisschen an. So, war jetzt kurz im Fahrradladen, jetzt geht's zurück nach Hause. Ich bin nicht auf den Track. Mittlerweile hat er aber eine Alternative angezeigt. Das ist schon mal von Vorteil. Allerdings, du siehst auf dieser Karte die blauen Pfeile kaum. So, sie fallen nicht so wirklich auf.
Ja, das Ding überzeugt mich noch nicht wirklich. Also, wie gesagt, Rerouting funktioniert. Allerdings sagt mir der Room ständig was von Wenden. Er will mich zurück auf den Track navigieren, obwohl ich 2 Kilometer vom Ziel entfernt bin und einfach geradeaus fahren könnte. Das finde ich auch seltsam und hoffe, das ist eine Einstellungssache. Also mein persönliches erstes Fazit wäre so ein klares Jein. Wie gesagt, 3 von 5 Sternen würde ich den Typus geben. Bin nicht so super zufrieden. Ich finde das Gerät sehr klumpig. Es könnte echt filigraner sein. Das Display könnte größer sein. Ich bin der Meinung, die Farben sind nicht so wie beim Bolt. Also wir haben auf jeden Fall weniger Farben. Und Rerouting finde ich jetzt noch nicht so geil. Und allgemein noch nicht so zufrieden. Akkulaufzeit ist 17 Stunden. Der Bolt 2 hat 15 Stunden. Ist jetzt kein so krasser Unterschied. Und das Vorgängermodell hatte auch 17 Stunden. Von daher für 400 Euro eigentlich ein klares Nein. Die Vorteile an dem Gerät sind natürlich, dass wir USB-C haben und dass wir 32 GB internen Speicher haben. Aber ja, eigentlich war es das für mich auf den ersten Blick auch schon. Das Gerät ist nicht wirklich schneller als der Bolt. Und ob der an den Bolt 2 herankommt, kann ich jetzt auf den ersten Blick noch nicht sagen. Beziehungsweise er ist mindestens nicht besser. Die Vorteile gegenüber dem Bolt sind halt, dass wir ein größeres Display haben, dass wir 17 Stunden Akkulaufzeit haben und dass wir endlich USB-C haben. Aber ey, excuse me, wir haben 2022. Und ansonsten ist das Ding nicht so überragend. Wenn ich jetzt den Room 2 mit dem Bolt 2 vergleiche, ist natürlich der einzige Vorteil, dass wir ein größeres Display haben. Wir haben 17 Stunden Akkulaufzeit statt 15, aber ich finde jetzt im Verhältnis ist das Display zwar größer, aber wir haben nicht so intensive Farben. Es ist für mich kein Vorteil. Ich bin 300 Meter vor meiner Wohnung und Wahoo meint, fahr doch mal 7 Kilometer zurück, damit du wieder auf dem Track bist. Finde ich, weiß ich nicht. Ist hoffentlich ein Softwareproblem. Ich weiß es nicht. Ich finde es nicht besonders geil. Für, ja, im Vergleich, ich glaube 250 Euro oder 300 und 399 ist es das Ding definitiv nicht wert. Eigentlich muss ich sagen, das Gerät überzeugt mich nicht und ich werde es vielleicht zurückschicken. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, muss ich sagen, der Room 2 überzeugt mich eigentlich überhaupt nicht. Ich finde den Bolt 2 fast besser, angenehmer, nicht so grob, nicht so klotzig. Die Farben sind intensiver auf dem Bolt 2 und ganz ehrlich, 2 Stunden Akkulaufzeit an Unterschied. Ja, das macht den Kohl jetzt auch nicht fett. Was ist eure Meinung zu dem ganzen Thema? Würdet ihr vom Bolt 2 auf den Room 2 springen? Würdet ihr echt sagen, nee, nach dem Ding überhaupt nicht? Wie gesagt, ich bin nicht so zufrieden. 3 von 5 Sternen, ein klares, würde ich nicht kaufen, das Ding. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen. Vor allem, falls ihr euch entscheidet, vom Bolt 2 zum Room 2 zu springen, überlegt euch das. Muss nicht sein, es bringt nicht so viele Vorteile. Und ja, schreibt mir in den Kommentaren, was eure Meinung dazu ist. Lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!